Super schönen guten Tag, liebe Leute, da sind wir wieder beim Pokémon Character Battle und wie immer gilt für diejenigen, die der Teamaufbau nicht interessiert, für die ist ein Zeitstempel in der Beschreibung, da könnt ihr drauf gehen und dann kommt ihr direkt zum wundervollen Kampf. Doch bis dahin, wenn ihr doch hier bleiben wollt, dann zeige ich euch nun mein Team und wer ich bin. Und zwar bin ich Mark und Mark, das ist der Anführer von Team Magma aus der Höhenregion, wo es die beiden Teams gab, Team Magma und Team Aqua. Und der Mark, der hatte 6 Pokémon, darunter Groudon. Und Groudon darf ich benutzen, weil es ein seiner Signature-Pokémon ist. Das ist wie bei dem Anführer von Team Aqua, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Da durfte man auch Kyoko benutzen oder bei N, Reshiram oder Zekrom. Und die anderen Pokémon, die er hat, sind Golbat, Xbat, Magnaien, Smogmog und Kamerupt. Ja, und ich zeige euch mal, was ich aus diesem Team gemacht habe. Ich musste ja kein Pokémon entfernen. Und zwar Golbat spiele ich selbstverständlich mit den Evoliten, damit es ein bisschen mehr nicht kacke wird. Mit dem Infiltrator, genau, den Infiltrator spiele ich übrigens auch auf dem X-Bad, damit es sowas wie Delegator und ähnliches umgehen kann. Golbat ist halt wie gesagt mein Tank, deswegen spiele ich Auflockern, um Hazards zu entfernen. Ruheort, um sich zu heilen, Toxin, um ein bisschen Gift zu verursachen und Venushock, um vergiftete Gegner schön ordentlich einen reinzuwürgen. Sollte sich auch ganz gut heilen können mit dem Roost. Dann können Bodenattacken zwar sehr effektiv treffen, weil ich eine starke Bodenschwäche habe, wenn der Flugtyp weg ist, aber das wird nicht vorkommen, auf keinen Fall. HP und Spezialdefensive, weil er ist eher mein spezieller Tank. Defensive ist ja schließlich auch erhöht durch den Evoliten, also soll das hinhauen. Dann haben wir X-Bat, das spiele ich mit dem Choice Band. Ich merke gerade, dass ich da nicht Roost spielen darf. Okay, dann kriegt der X-Bat halt den Leben Orb von mir aus, macht ein bisschen mehr Schaden, ich kann mich ja in eh heilen. So. X-Bat ist mein Sweeper auf Speed und ATK selbstverständlich. Sturzflug als Step, Kehrtwende um auszutauschen, Ruheort zum Heilen und Cross Poison ebenfalls als Step. Als nächstes haben wir Magnaien. Magnaien habe ich ja beim letzten Mal, als ich es gespielt habe, irgendwie verkackt. Deswegen werde ich es diesmal einfach als Finisher spielen. Nicht mit Bedroher, sondern mit Moxie. Ich weiß gerade nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die Fähigkeit, dass wenn ich ein gegnerisches Pokémon besiege, es dann der Angriff steigt. Deswegen mit dem Choice Scarf, um die Initiative zu erhöhen und dann zum Finishen am Ende so ratz, ratz, ratz durch alles durch. Das ist jedenfalls die Strategie. Dann haben wir hier den Knirscher als Step, Sucker Punch als theoretischer anderer Step, wenn ich es brauche. Eiszahn und Donnerzahn, also je nachdem, was ich am Ende halt brauche. Auf ATK und auf Speed, also erst halt, wenn Paul dann noch 2, 3 Pokémon hat, der Finisher. Müssen wir gucken, ob das funktioniert oder nicht. Dann haben wir eins meiner Lieblings-Pokémon, und zwar Smogmog. Genauso macht es im Anime immer. Ich mag Smogmog. Smogmog hat den Giftschleim, damit es dich heilen kann. Ich spiele es ein bisschen auf Tank. Sludge Bomb als Angriffattacke, damit er eine hat. Pain Split zum Heilen. Die Toxic Spikes, sehr cool. Und dann auch noch das Irrlicht, um die Gegner richtig, richtig hart zu verkrüppeln. Ich könnte es zwar eigentlich speziell defensiv spielen, aber die Grunddefensive ist halt schon so gut. Und deswegen dachte ich so, ja komm, dann habe ich 2 physische und 2 spezielle Tanks. Erst nämlich speziell physisch und deswegen dachte ich, ja komm, spiel ich ihn, weil das hier würde halt den Angriff senken und dann hätte er, also ich will einfach vollkommen auf die Defensive bei ihm gehen, ist mir ein bisschen wichtiger, weil ich mag defensive Smogmog, lasst mich. Dann haben wir Mega Kamerupt mit Solid Rock, was später zu dieser anderen Fähigkeit wird, womit er mit Sheer Force Attacken, die einen Zweiteffekt haben, machen mehr Schaden, dafür ist der Zweiteffekt weg, das heißt Flammenwurf kann nicht mehr verbrennen oder Erdpower kann nicht mehr Spezialverteidigung senken oder Initiative. Spezialdefensive, okay, das wird aber nicht mehr passieren, denn wir haben halt diese Fähigkeit dann, Flammenwurf als Step, Erdkräfte als Step, Toxin, um ein bisschen zu nerven und Stealth Rock, um weitere Hazards auszulegen. Stealth Rock hätte ich auch auf Groudon spielen können, aber ich wollte es dann doch lieber auf unserem wundervollen Mega Kamerupt auf Spezialdefensive und OP HP, damit ich einen weiteren speziellen Tank habe. Ich hätte es auch auf Angriff nehmen können, aber ich habe X-Bat und Groudon, das sollte reichen. Denn wir haben auch Groudon, kein Proto-Groudon, weil das ist hier nicht erlaubt. Mit den Überresten und der Dürre. Da wir die Dürre haben, machen wir selbstverständlich auch eine Feuerattacke, und zwar den Feuersturm. Dragon Tail, um etwaige geboostete Pokémon wegzuhauen. Steinkante als Coverage und Erdbeben als Step. Nicht auf ATK und Speed, sondern auf Defensive und HP, weil Groudon mit den Überresten dann einiges aushalten sollte. Das heißt, wir haben jetzt 2 physische Tanks, 2 spezielle Tanks, wovon ein physischer Tank, wovon die beiden auch ziemlich viel Schaden drücken können. Einen Mega Sweeper und einen Finisher.
Und ja, ich denke, ich habe das Beste daraus gemacht, was ich hätte machen können. Und ich bin sehr gespannt, wie der Kampf ausgehen wird. Dann sehen wir uns ja gleich. Jetzt geht's los. Und jetzt haben wir das richtige Team auswählen. Jetzt, okay. Jetzt geht's los. Oh, Graudon. Na toll. Nee, also... Naja. Tja, wer bin ich? Ja, du keine bist, Ahnung. Wie heißt er denn nochmal? Mark. Mark, ja. Aber das, ich hatte tatsächlich auch schon mal Kyogre mit dem anderen. Echt? Okay, haben wir so gesagt, dass die in Ordnung sind? Na? Ja, Reshiram und Zekrom durfte N ja auch nehmen. Und du bist irgendwie Flieger. Ach. Du könntest der aus Johto sein, der erste, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Falk. Ja, genau. Ah, Falk, okay. Falk kein einziger okay. Steht auf dem Boden, nicht mal Xatu. Nee, nix auf dem Boden. Ha. Dein Kauder bringt dir nicht so viel, Gott sei Dank. Ja, das stimmt leider. Bodenattacken bringen mir nicht allzu viel. Okay, du hast Golbat und X-Bat, witzig, trotzdem noch. Ja, musste ich nehmen. Hatte ich tatsächlich bei dem anderen auch, dem Wasser. Ich vergesse seinen Namen immer. Adrian. Adrian, genau. Bei dem musste ich auch Golbat und X-Bat nehmen. Tja, womit fange ich da denn an? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Das Gestein, Psycho, Gift, Wasser. Das ist natürlich alles... Und zwei normal. warte mal, es gibt Mega Aerodactyl oder Mega Tauboss? Ja, okay. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir fangen mal mit... Oh, das ist schwierig. Ich nehme, glaube ich, dich. Okay. Ja, damit habe ich schon gerechnet, bin Rock'n'Roll. Gegen Vulkanisch. Oh, ich weiß, was dein Naming-Theme ist. Ich weiß es nicht. Ja, richtig. Du hast Musik. Ja. Schade. Richtungen. Ja, irgendwie schon. Oder irgendwie Musikausdrücke. Aber ich habe mit Aerodactyl gerechnet, weil das ist immer ein Lied. Ja, Aerodactyl ist halt ein super Lied. Das stimmt. Na, willst du dich da anstellen legen? Nein. Ja doch, ja, geil. Ich wollte sie ja gar nicht legen. Ich frage mich halt, was du mit dem Ding gegen mich machen willst. Das macht halt nichts. Also, schon okay. Ja, ich dachte, wenn ich sage, hey, ich hab das Predicted, switch du aus. Nö. Ich dachte mir, nö. Blöd. Okay, was willst du denn jetzt noch tun damit? Ich mach mal das hier. Wave? Wave, ja. Ist Wave eine Musikrichtung? Ja, sowas Gechilltes. Oh, okay, Flutterboy. Wusste ich nicht. Interessant, Flutterboy. Ja, Flutterboy, mir ist kein Deck mehr eingefallen für Golbat. Das ist aber der Flutterboy. Alles klar, ganz weg. Tja, was machst du denn jetzt? Flattern. Ich probier's mal mit Indie-Pop. Ich hab erst Indie-Poop gelesen. Na toll, jetzt habe ich Deepok eingesetzt, aber es bringt mir halt nichts, nur dass deine Evasion halt runter ist. Achso, ich dachte schon, es funktioniert jetzt irgendwie nicht. Doch, leider schon. Magic Bounce. Ja, Magic Bounce ist geil. Das ist echt eine coole Fähigkeit, ja. Ja, das stimmt. Was kommt jetzt? Der Schreckenspelz. Erstmal, nein, was? Geiler Sonderwelle Mist, schön. Ach, warum geht denn das daneben? Weil das nicht mehr 100% Genauigkeit hat wie früher. Ja, ich weiß, aber warum geht es denn genau jetzt daneben? Es hat 90%, komm schon. Ja, gut. Tja. Der gute Schreckenspelz. Schreckenspelz macht mir irgendwie Angst. Aber hat er nicht eigentlich Bedroher, theoretisch? Ja, hast du nicht. Das heißt, du hast Quickfeed bestimmt. Nein, dann hast du Hochmut. Es gibt drei verschiedene Fähigkeiten. Ja, aber ja, Bedroher ist es nicht. Und Bedroher ist es nicht, also hast du Hochmut. Was wechseln wir denn da rein? Ach, du willst auswechseln? Okay. Rock'n'Roll! Ja, gegen so ein Unich-Pokémon wollte ich nicht drin bleiben. Oh, du hast Eisfang. Ja, das ist natürlich hart. Tut auch weh. Ja, ja, ja. Schade, dass du nicht gekillt wurdest. Sonst hätte ich schön Damage Boost bekommen. Und gut, dass du nicht Scarf bist. Jetzt hast du ja trotzdem noch deinen Damage Boost. Geil. Aber ich wollte unbedingt die Tarnsteine rahmen, wegen deinen beiden Fledermäusen. Ja, das ist sehr ärgerlich, diese blöden Tarnsteine. Gefallen mir nicht so gut. Tja. Bam. Leech Life. Oh mein Gott! Yeah, Dark was? Metal. Das ist aber nicht mal Step, aber wahrscheinlich hast du Demob. Nee, Demob hast du nicht. Hättest du gesehen, Demob, ja. Choice Band. Choice. Ja, doch, das ist das Band. Wahrscheinlich. Band ist für Angriff, ja. Ja, ist wahrscheinlich. Sonst hätte das doch nicht so viel Damage gemacht. Das ist sehr effektiv, das ist ein X-Bart. Ja, aber es ist ja kein Step.
Okay, ja. Magnalien ist kacke, aber... genau, und Magnalien kann leider auch nicht so viel. das ist leider ja, wahr. Zwei, also obwohl Golbat kann eigentlich theoretisch auch was reißen, aber naja, so mittel. Das ist vulkanisch. Vulkanisch. Der Lipper. Wave geht ab. Ja, trotzdem kriegst du noch die Tatsache. Oh, scheiße, hätte ich mal hier Indie-Pop reingeworfen. Das wäre cool gewesen. Naja, egal. Wer war nochmal Indie-Pop? Ja, mein Magic Bouncer. Ach ja, stimmt. Der hätte das. Hätte ich doppelte Tarnsteine gehabt. Das geht? Nein. Nein. Das wäre witzig. Nur Stachler kann man bis zu dreimal stacken. Oh, dieses blöde Kackviech. Ja, Belipper macht dir doch eher Probleme, würde ich sagen. Das ist schon ziemlich nervig, ja. Bam. Sieht Wasser? Komm schon, burn. Halt dich aus. Schade. Kein Burn. Ist jetzt die Frage. Wenn einer von uns auflockert, macht es halt für beiden die Tarnsteine. Ja, genau, so genau. Generell so. Das ist, ist die Frage, ob du es machen willst oder ob ich es machen will. Und oder ob weißt du überhaupt jemand von uns. Also einer von deinen wird es auf jeden Fall haben. Du hast 6 Flug-Pokémon, das auch keiner von denen auflockern hat. Und ja, genau. Ist halt auch echt Tarnsteine-Weak, mein Team. Aber theoretisch könntest du keine neuen auslegen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht hast du auch Giftspitzen. Kann ja auch sein. Ja, das könnte sein. Schwierig, schwierig. Fragen über Fragen. Also der ist halt echt. Flutterboy! Ich kann mich noch nicht so richtig entscheiden, was ich tun soll. Ich glaube, ich nehme mal Swing. Weißt Swing. Du, weil er mit seinen Flügeln schwingt. Ah ja, Swing. Das passt ziemlich gut, ja. Das doch. War der erste Name und dann dachte ich, okay, na komm, dann ziehst du es durch. Ich guck mal kurz, ob man die Maus sieht. Ja, man sieht die Maus. Okay, gut. Soll man sie sehen? Ja, die soll man sehen. Man soll ja sehen, was, wo ich so struggle. Ah, was will ich aus? Ja, gut, okay. Ja, was, ja. Was will Swing denn gegen mich machen? Tja, Swing gegen Flutterboy. Flutterboy. Ha. Stimmt, du hast voll Deutsch und Englisch gemischt. Ja, das ist ja der Flutterboy. Witz. Achso, das war der Witz. Na gut, okay, dann ist er. Ja, das ist lustig. Hahaha. Stimmt. Oh, da ist der Hurricane. Oh, der macht das. Ach, das macht er nicht. Aber nein, Confusion, nicht die Confusion! Nice. Toxin! Och, nö. Okay, aber das hat nicht so viel Schaden gemacht, tatsächlich. Ja, scheiß Evolid. Oh mein Gott, der Crit. Und das war 4% Crit. Heftig. Indie-Pop wieder. Yay. Oh, nice. Schon. Sehr gut. Nicht nett. Ich kann das doch nicht. Tja. Ah, die Tarnsteine machen so viel Schaden. Das stimmt. Oh, du hast echt einen Defog? Ja, ich brauch den. Das ist natürlich jetzt auch interessant, so. Nett. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, tatsächlich. Ja, ist mir schon wichtig. Ich hätte echt gedacht, du machst jetzt irgendwie Psychokinese und weg. Tja, wollte ich nicht. Keine Ahnung. Naja, gut, okay. Komm raus, vulkanisch. Ja, das tut nicht so weh, das ist okay. Das stimmt. Na, oh, die Tarnsteine? Ach, schade. Nee, ich hab keinen Bock auf Magic Bounce, du. Ich hab keinen Bock auf gewesen. Dann kriegst. Ich krieg auch welche, aber du auch, oder? Das ist meine dann auch weg. Nee, deine sind dann weg. Du kriegst. Also, ich krieg die dann nur. Achso. Deswegen. Nee, da hab ich keinen Lust drauf, du. Dann verzichte ich lieber auf die Tarnsteine. Ich wusste, dass der kommt. Ich wollte gerade eben nochmal zurückmachen und austauschen. Oder Tarnsteine legen, das wäre geil gewesen. Also, es wäre richtig risky gewesen, aber es wäre auch ziemlich cool gewesen. Ja. Aber jetzt ist da so ein blödes Pelipper. Pelipper geht ab. Und das im Regen. Nicht nett. Go away. Na ja, Flutterboy. Oh, das macht ziemlich Schaden, ne? Schon wieder nur 20%. Das ist halt echt wenig, so. Ja. Flutterboy ist halt richtig tanky. Ja, viel zu tanky, finde ich. Das wird so ein bisschen ewiger Kampf, glaube ich, weil wir beide auch so Stall-Pokémon spielen. Irgendwann sind AP auch alle. Ja, aber das dauert. Ja, natürlich. Aber irgendwann wird es so sein.
Wen nehme ich denn jetzt mal? Was mache ich denn jetzt mal? Wen nehme ich denn jetzt mal? Oh, tauscht er aus vielleicht? Naja gut, du siehst ja, Flutterboy kann mit den Attacken, die ich hier auf ihm spiele, nicht so viel gegen die Pop machen. Den Vierter-Attacke weiß ich noch nicht. Vielleicht hast du ja noch einen Angriff, aber der macht wahrscheinlich auch. Ja, ich habe noch einen, aber ich überlege, ob ich die einsetzen soll. Tja, willst du es einsetzen oder nicht? Das ist die Frage. Du hast Donnerwelle, Defog und Psychoschock. Machen wir mal den Großsalamander. Das ist witzig. So kann ich ja halt auch deinen Regen weghauen. Das stimmt. Das ist nett. Oh Mann, der kann bestimmt böse Sachen. Der kann richtig böse Sachen. Das ist ein böser, böser Feuergott. Obwohl er nicht mal Typ Feuer ist. Ich habe auch nicht Proto, weil Proto ist ja verboten. Ja, Proto wäre schon heavy. Das wäre jetzt ein bisschen zu krass. Okay, das dachte ich mir, dass diese scheiß Steinkante kommt. Die wird mich halt richtig nerven jetzt. Ja, Steinkante ist gegen so ein Flugteam nicht so geil. Aber du hast immer noch Pilipper. Oh, ja, es kommt schon. Kein Pilipper. Das Problem ist halt, du bist wahrscheinlich schneller. Gehe ich mal von aus. Das kann ich dir nicht sagen. Und ja. Dark Metal ist ja eigentlich ziemlich schnell. Nein, ich bin nicht schneller. Nee, genau, du musst schneller als mein Pilipper, meinte ich. Ach so. Das macht halt echt keinen Schaden, ne? Und du hast noch die Überreste drauf, ey. Ja, ich dachte mir so, ich hab sie auf ihn. Rodan wird mich halt echt töten. Ja, ich hätte ihn, glaube ich, früher reinschicken sollen. Ich muss drauf hoffen, dass du irgendwie die Steinkante mal irgendwie daneben. Oh, geil, das reicht aus. Na, what? Disco, 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 yeah. What? Boom, was? Disco ist so geil. Holy shit. Was hat das für Fähigkeiten? Was ist das für eine Fähigkeit? Ist das so viel Schaden? Das war ein Überschallknall, der. Das ist halt 140er Step. Und du bist eher physisch defensiv als speziell mit deinem Grodan. Ach so, das ist eine spezielle Attacke. Ja, genau. Physisch kann ich dir nichts machen. Aber ich brauchte, glaube ich, den Chip von X-Bud noch. Sonst wäre ich direkt in den Dings reingegangen. Ha. Wolke, ja. Das ist cool. Das passt. Ja, meine Giftwolke. Und ja. Yay. Das ist nämlich nice. Nice, das reicht auch aus. Was? Disco ist so nice. Holy shit. Was ist denn das? So ein Überschallknall. Also mit Stab ist das einfach eine 210er Attacke, ne? Das ist schon richtig geil. Heftig. Ach, leck mich doch. Du natürlich komme ich da wieder rein. Nein, geht aber nicht. Aber wenigstens hast du mich auch nicht toxiniert. Oh, nee, dieses fucking Boombus. Oh, geil, dass das ausgereicht hat. Ich liebe dich, Disco. Oh, also eigentlich nee. Liebe ich Disco nicht, aber dich liebe ich, Disco. Du bist die große Ausnahme heute. Das ist jetzt echt eklig. Schön. Oh, das macht halt auch echt nichts. Einer Schock. Okay, das ist deine letzte Attacke. Ja, das macht auch gar keinen Schaden, leider. Ja, so. Schade. Donnerwelle. Ja. Das Ding ist, ich mach dir halt nicht genug Schaden. Das heißt, ich muss darauf hoffen, dass du auch mal die Fullpara bekommst vielleicht. Ja, das stimmt. Fullpara wäre natürlich meine einzige Chance. Praktisch für dich. Spannend. Das ist so spannend. Es ist halt wirklich spannend. Vampir. Vor allem oh ja, geil. Dieser scheiß Disco. Vampir ist nice. Vampir ist stark vor allem. Oh, nur 91! Shit! Das hat nicht gereicht. Tja, jetzt ist die Frage, ob ich noch schneller bin. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ah, dreckiger Indie-Pop. Wave! Verpiss dich, Wave! Ich mag dich nicht! Geh weg! Nein, er lebt! Nein, 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 nein. Halt dich. Ich hätte es nicht machen sollen. Das wäre deine Chance gewesen. Dass ich immer noch schneller bin als du, wundert mich ein bisschen. Ja, Cross Poison. Crit. Was? Noch Crit dahinterher. Das ist eine High-Crit-Attacke. Ach so, okay, na gut. Crit. Ja, das reicht jetzt aus. Aber du würdest dich auch mit dem Leibob. Ja, ich musste es aber weghauen. Das Ding war schlimm. Aber oh Mann, ich weiß nicht genau, was ich gegen dieses Disco-Fuck-Ding machen soll. Disco ist schon ganz schön nice. Ist speziell, ne? Ja. Ja. Disco. Ich,
glaub an dich. Du kannst es schaffen. Flutterboy! Scheiß Disco, ey. Reicht nicht. Oh, scheiße. Ach, nein! Nicht die Fulbara! Nö! Nein! Du gehst doch bestimmt auf den High-Move, oder? Nein, du gehst auf Passiv. Auch geil, auch geil. Nice. Ah. Das läuft gerade ganz gut. Nee, ist doch gar nicht gut hier. Oh! Kommen wir aus Indie-Pop und diese Para! Oh, das war jetzt die böse. Scheiß Para! Komm schon! Oh, nein! Was ist das denn? Dreimal! Da will wohl jemand, dass ich aufhole. Dreimal Full Para hintereinander. Das ist einfach zum Kotzen. Das ist echt scheiße. Jetzt kann ich nicht mehr gewinnen. Ja, das war's. Das ist Abfuck. Aber es war knapp. Ich hätte echt nicht gedacht, dass dieser fucking Disco so viel Schaden macht. Ja, es überrascht mich auch mal wieder. Halt mit Choice Packs, ne? Mhm. Und dann böllert er so rein mit diesem Überschallknall. Er lebt noch. Ja, das ist okay. Und damit gewinnen die Vögel 2-0. Ja. Indie-Pop hat das auch richtig gut gecarried mit dem Magic Bounce. Ich konnte so oft nicht Toxin oder ähnliche Sachen machen. Du hattest ja auch 3 Gift-Pokémon. Das war richtig gut. Ich habe auch nicht die Giftspitzen rausbekommen von Smogmog. Aber das bringt dir halt auch nichts. Ah ja, stimmt. Keins meiner Pokémon hätte die Giftspitzen abbekommen. Tatsache, ist mir auch stimmt, du hast recht. Fliegen ja alle. Dass Smogmog einfach ge-one-hitted wurde. Ja, obwohl es. Ja, gut, okay, Smogmog, ich hab's komplett auf physische Verteidigung gesetzt, also komplett. Ja, dachte ich mir schon. Und ich dachte noch so, ach, speziell defensive brauche ich nicht so viel. Ich habe 2 andere, die speziell defensiv sind. Deine beiden Vögel da. Ja, Golbat und, Kamerup. Offensiv gespielt, ne? Genau, Kamerup. Ne? Kamerup war speziell defensiv. Mhm. Und Golbat halt auch sehr. Und Smogmog und. Groudon waren tatsächlich nicht auf Speed, sondern auch physisch defensiv. Okay, ja, aber ich hätte Groudon trotzdem mit Pilippa auf keinen Fall outspeedet, weil Pilippa kommt auf 168 mit meinem Investment und du hast mindestens 166 plus DVs, also du bist immer schneller. Na, ich hatte trotzdem Angst vor dem Pilippa. Ja, das war auch ganz gut gegen dich, weil du doch 2 Boden-Pokémon hattest und so. Dann steht es jetzt 16-16, Gleichstand. Oh, endlich. Geil. Oh, es hat gedauert. Ja, es hat echt gedauert. Dann schaltet nächstes Mal ein, ob ich tatsächlich ihn überholen kann. Oder ob ich meinen Vorsprung wiederholen kann. Ja. Nein, wiederholen. Ob ich wiederholen. Also, weil wenn du ihn wiederholst, dann wiederholst du ihn ja auch. Okay, ja, das ist mir zu komplex. Tschüss. Tschüss.